So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch heute mit einem Wi-Fi-Kampf gegen den Reshad, einen meiner Mods aus meinem Stream. Und der Gute hat sich einen Enyu-Kampf gewünscht. Ich hoffe, es passt auch so, dass ich Enyu dabei habe. Ich dachte, Kokowai ist Enyu, ich hoffe es. Wir spielen gegen Galoppa. Oh Gott. Ich muss erstmal noch einen Screenshot machen. Moment, ich mache mir nebenbei noch einen Screenshot. Wir spielen gegen Galoppa, gegen Noctuska, gegen Grillmack heißt das Viech, dachte ich. Galoppa, Noctuska, Grillmack, Armadillo, nee, Armaldo, so. Armadillo, Mond, auf was anderes. Lantern und Alpollo. Okay, was liegen wir denn jetzt mal? Was ist denn bei uns mal ein guter Lied? Er wird die Tarnscheine rauskriegen wollen. Was wir allerdings nicht wollen, so wirklich, so richtig, wirklich krass. Lied mit Quappo. Das ist mein bester. Also, obwohl, nee. Hier, Lied nicht mit Quappo. Genau. Lied mit meinem Traumagil. Ich bin nämlich Traumagil. Arctos, Kikli, Quappo. Magbrand und Kokowai und wieder einige neue Pokémon da, die ich testen möchte gegen die mit Reshad. Und wir gucken einfach mal, ob es klappt, ob wir gewinnen können. Habe ich schon HFGL gewünscht und wir schauen einfach mal. Und bei euch scheint der Battle ganz gut anzukommen, wenn ich so die letzten Kämpfe sehe gegen Sirlo und so weiter und so fort. Und das ist das für uns jetzt gut oder schlecht, dass er jetzt mit dem Dolphin leadet? Ich gebe dir die Gartour. Wenn ich jetzt versuchen will zu paran. Pick dich. Nein. Nein. No, no, no. Please, no. Dieses Mal nicht. Er hat nämlich unseren ersten Kampf, wo ich gegen Reshad gekämpft habe, hat er nämlich diese miese, dreckige Donnerwelle Konfusstrahlstrategie genommen gegen mich und es hat mich so abgefuckt. Ich war so salty gegen ihn. Tanken wir es oder tanken wir es nicht? Wir tanken es! Oh mein Gott, wir tanken es. Wir können uns aufsetzen, Leute. Wir können uns aufsetzen. Und Traumagil ist nicht schlecht. Wir können ihn easy rausnehmen. Wir können ihn easy rausnehmen. Wir haben Zauberschein und Spukball drauf. Wir treffen eigentlich fast alles irgendwie. Oh Gott, perfekt. Sora, also mein anderer Mode, der Kingdom Hearts, schreibt gerade, ich bin für André in meiner Skype-Gruppe. Es könnte auch so werden, dass ich hier gewinne. Ach, die Gartel lässt nach, komm schon. Was hättest du denn gegen mich? Was hättest du jetzt gegen mich effektiv in der Hand? Gar nichts eigentlich. Nichts ist schnell genug, um mich rauszunehmen, außer Rapid Dash, wenn es gescarft ist. Oder Nocturne. Aber Nocturne macht Sucker Punch. Und dann ist es auch tot. Also, Harley. Nocturne. Gifte die Gato, wer wahrscheinlich Sucker Punchen will. Schwertanz, okay. Kann passieren, dass er den Sucker Punch drauf packt. Juckt uns aber nicht an den Zauberschein. Er spielt keinen Sucker Punch drauf, okay. Sandbomben. Okay. Eigentlich ist es total bescheuert, First Turn Setup zu spielen. Das ist immer das Dümmste, was man machen kann. Und jetzt auch hier, er hat auf alle Fälle den Sucker Punch drauf. Er hat den Sucker Punch drauf. Ich wette mit euch 1 zu 1000. Ich gebe dir die Gartor. Scheiße, der will mich outplayen, der Sack.
Dude, ich werde jetzt nicht auf dich, auf dich eingehen und dich da kaputt machen. Ich bin doch nicht blöd. Oh, ich hasse dich, Richard, ich hasse dich. Ich hasse dich einfach nur. Ich habe genau das gemacht, was der Assi wollte. Oh Gott. Tempo hier drauf. Scheiße. Scheiße, ich hatte einen plus 3 Traummagier draußen. Ich hätte den gesweept bis zum geht nicht mehr. Prinz Buhu, echt jetzt? Jetzt einen Abschlag drauf gehabt. Was kannst du mir? Du kannst mir eigentlich nichts. Du kannst mich paralysieren, du kannst mich verbrennen. Geh auf Amaterasu. Ich hasse dich. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Ich habe jetzt echt aus Wut, ne? Aus Wut dieses komische Gengar hier abgemacht. Was haben wir denn? Feuersturm wäre jetzt die Option meiner Wahl eigentlich. Ich gehe auf Feuersturm. Und zurückgerufen. Oh. I hate you, Richard. I hate you. Okay, er hat mich immer outplayed. Das darf nicht wieder passieren. Das darf nicht wieder passieren. Wir müssen jetzt hier anfangen, gescheit zu spielen. So. Er wird bei CV Pokémon auf alle Fälle mit Hardware Absorb spielen, denke ich mal. Darum gehe ich einfach mal auf Toxin. Und hoffe, dass er jetzt schön sein Landhorn reinbringt. Der kleine Ficker. Und dass wir hier Flammenblitz spielt, okay. Lügt uns eigentlich relativ wenig, Richard. Also eigentlich überhaupt nicht. So. Ipona. Ipona ist vergiftet. Wir müssen jetzt noch mal eine Runde Lefties wieder. Wenn du rauswechselst, wechselst du raus. Wenn nicht, ist auch gut. Okay, geht raus. Schön, erste Runde, Lefties. Oh, die zwei. Oh, haltet eure Schnauzen hier draußen, ey. Ich hasse das, mich kurz an, wenn irgendjemand hier vor dem Fenster steht und labert. So, zwei Runden Lefties for free. Und wir gucken einfach mal, was wir jetzt gehen können. Versuchen es zu paralysieren. Koko weiß das, was ich am wenigsten brauche eigentlich. Also Richard, ich sag's, wenn du jetzt Donnerwelle Konfusstrahl spielst, ich werde nie wieder einen Kampf gegen dich spielen. Ohne Spaß. Also ich bin schon sehr, sehr liberal, wenn es um sowas geht, aber das ist einfach bloß Abfuck. Weil das nervt.
Dein Glück, Arthur, dein Glück. Komm schon, bring mir Apollo. Danke. Ich hasse dich, mein Gott, ich hab den Psyshock gedrückt und es klappt nicht. Wir nehmen uns Eiskalt raus. Oh Gott, wir werden so ablosen hier. Wir werden so ablosen. Der muss halt Arktos ran. Der gute alte Arktos. Und wir gehen auf den Orkan. Es ist gescarft. Und vergiftet uns. Oh, ich krieg die Krise. Leute, ich krieg die Krise. Orkan reicht. Gott sei Dank. Ich kann mir vorstellen, dass ein Rapid Dash auch gescarft ist irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie macht es mir den Eindruck, dass es gescarft wäre. Epona kommt herein und wir gehen jetzt wieder heraus, denn gegen Epona möchte ich jetzt nicht unbedingt kämpfen mit meinem Arktos, denn das ist zwar flott und flink, aber nicht perfekt. Rumblitz, ja, juckt uns immer noch nicht, juckt uns einfach immer noch nicht. Aber wenigstens ist sein Nebulak, Alpollo-Viech draußen, das ist für uns ganz gut. Denn so könnten wir eigentlich relativ gut sogar gewinnen. Denn auf Arktos haben wir den Gefriertrocken und Gefriertrocken ist sehr, sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon. Komm, wechsel aus. Oh, danke. Da gibt es erstmal einen Überkopfwurf ins Gesicht. Harley. Auf Wiedersehen, Harley. Und tschüss. Hat jetzt nicht viel gebracht. Ich gehe auf Siedewasser, da wird Hornsteine liegen. Oh, ich habe noch Kikli. Und Kikli keine Turbo-Drehung, das ist für uns ganz gut. Er denkt bestimmt, ich will ihn jetzt rausnehmen. Ich gehe jetzt einfach aufs Toxin. Ich hoffe, dass er mit seinem Lantern reinkommt. Komm, komm mit Lantern rein, bitte. Oh, danke. Easy. Sehr schön. Und Toxin auf Lantern. Oh, perfekt. Es läuft gerade sehr, sehr gut wieder für uns. Wir holen langsam wieder auf. Es läuft gar nicht mal so schlecht für uns. So, Pokémon. Was habe ich jetzt noch da? Ich habe jetzt noch Kikli, der muss in seinem Fall die Tarnsteine wegspinnen. Das ist logisch. Ich habe meinen Blizzard da, der uns eventuell den Sieg holen könnte. Brauche ich Quappo jetzt noch? Eigentlich nicht. Eigentlich bräuchte ich es nicht mehr. Allerdings gehe ich jetzt mal auf Schutzschild und gucke einfach mal, was passiert. Okay, wir dürfen wohl wechseln gehen. Wenn ich jetzt rausgehe auf mein Amaterasu,
könnte es reichen. Ich muss es jetzt sacken lassen. Es tut mir jetzt zwar leid für Quappo, aber ich muss es sacken lassen. Ich gehe auf Überkopfwurf und hoffe einfach, dass er jetzt nicht gerade den Max Damage kriegt und uns rausnimmt. Oh, wir sind so gut. Oh, ich liebe dieses Quappo. Quappo ist so ein geiles Pokémon, Leute. Macht euch Quappo. Quappo rockt. Epona kommt rein. Und Epona kriegt einen Überkopfwurf ins Gesicht und geht wieder raus. Wenn es nicht sogar reicht, um es rauszunehmen. Wunderbar. Quappo ist MVP hier in dem Match. Quappo ist einfach MVP, Leute. Ich hoffe, damit hat sich sein Scarfer erledigt. Grill legal. Hier auf Schutzschild, einfach mal Runde recovern, easy. Und wir gucken, was er macht. Strauchler macht er. Okay, Strauchler. Juckt uns jetzt nicht so wirklich. Wir gehen mal in Amaterasu. Ich will Quappo jetzt noch nicht sacken lassen. Wird das Amaldo? Quappo ist einfach das fucking beste Pokémon in unserem Team, was einfach jeden Scheiß abhält. Kriegen wir Tornstein ins Gesicht, aber naja, was soll's. Was soll der Ehrgeiz? Was hat denn das Ding überhaupt für eine Fähigkeit? Also von der Fähigkeit, ey. Nicht sehr effektiv, ja, ich weiß nicht. Gucken wir jetzt nochmal Feuer. Okay, ist denn das viel? Panier. Ach, hier sind wir hier. Blaze und Glutoni. Okay. Wir sind jetzt scarfed. Einfach mal Psychic. Einfach mal Damage drauf kriegen noch irgendwie. Der wird wahrscheinlich rausgehen. War Mittler. Da hab ich bestimmt keinen Aqua-Astrop, sondern Voltastrop drauf. Und das sind Spezialverteidigungen. Na, das passt uns auch sehr, sehr gut in den Kram. So, nochmal Psychokinese. Sind auf alle Fälle schneller. Volt switchen wir uns raus. Mit einem Crit. So, was bringst du jetzt herein? Zeig's mir, Resha, zeig's mir. Den bringst du rein, okay. Ja, da kann ich doch easy. Da kann ich doch easy Quappo reinholen. Und erstmal den Überkopfwurf wagen. Denn du kannst mir nicht viel machen mit deinen Moves. Muss Kick liebe bis zum Schluss aufheben und dann geht's ab. Was hat das 101 Speed? Scheiße, unser Arctos ist langsamer. Ja, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt auf die Obvious Wasserattacke oder gehe ich jetzt auf den Überkopfwurf, dass ich dein komisches Vieh vielleicht wieder rausschicke? Ich weiß es nicht. Abschlag, okay, lügt mich nicht. Lefty ist zwar weg, aber pff. Brauche ich nicht unbedingt.
Aha, schön. Gift drauf kriegen. Gift drauf kriegen ist immer schön. Kann ein bisschen der Switch jetzt so raus. Weil er prediktet, dass ich einfach wieder auf die. Ne, gibt's noch eine Welle. Dass ich einfach auf die. Auf die Switch gegangen bin. Ach komm schon. Du kannst dich nicht gegenheilen. Ewig geht's nicht, Richard. Ewig geht's nicht mit den Tarnsteinen, mit dem Gift. Sieh's einfach ein. Also Richard, das war's. Ich spiele nie wieder gegen dich. Konfusstraut Donnerwelle ist einfach so abfuck. Nee. Das tue ich mir nicht nochmal an. Richard. Böse Richard. Das ist echt uncool. Mal ohne Spaß. Das ist echt uncool. Oh, die Steinkante bockt mich doch auch nicht, Junge. Und tschüss. So, immer schön Damage drauf kriegen. Und er setzt den Strauchel ein. Und es nimmt uns raus. Turmkick Abschlag Turbodreher Turmkick, komm. Und zurückgerufen, okay. Tempohieb in dein Gesicht sollte eigentlich auch. Nein, das reicht nicht. Scheiße. Dann hat Tom Kicks. So, eigentlich müsste ich jetzt. Okay. Okay, ich hab Scheiße gebaut, Leute. Kickly is all you. Er hat's mir gerade geschrieben. Hab ich mich echt in der Liste verguckt? Okay, ich hab mich schon mal echt in der Liste verguckt. Ach, shit. Okay, Leute, es tut mir leid, ich hab auch so sehr Mist gebaut. Überleben wir es, überleben wir es, bitte lass es uns überleben. Überleben es. 15 KP. Und treffen. Und nehmen ihn raus. Wir nehmen ihn raus. GG an Reshad. Leider habe ich unverdient gewonnen, denn ich hatte mit Kiklin Oyo dabei. Tut mir leid. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, Reshad. Okay. Das ist halt die Rache für deine Paralyse-Konfusstrategie. Trotzdem ein schickes Match gewesen. Danke an lieben Reshad dafür. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Und das war's für mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.